So, für mich geht's jetzt los. Die erste coole Tour mit dem Moped. Einmal über die Landstraße zu meinen Eltern. Na, rasen nicht wieder so, ne? Na, was glaubst du denn? Moin Leute. Ja, heute ist der große Tag. Erste Mofa-Tour steht an. Das heißt, heute scheint echt die Sonne und es ist richtig warm. Ich habe Kutte an, Helm liegt bereit, Mofa ist vollgetankt. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie es ist, mit der Mofa im Straßenverkehr unterwegs zu sein wie ein 15-Jähriger. Wie geil. Jetzt erfülle ich mir meinen Traum, den ich mit 15 hatte. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein bisschen durch die Ortschaft brettern. Mit Handzeichen, mit allem drum und dran. Zwischendurch wollte ich noch einen kleinen Einkauf erledigen. Dann fahre ich rüber über die Feldmark zu meinen Eltern. Mal gucken, ob die zu Hause sind. Und wenn mir die Fahrt so gefällt, Tank ist voll, dann werde ich heute einen Tank leer fahren. Werde zwischendurch für euch so ein bisschen dokumentieren, filmen und vor allem bleibt am Ball. Es gibt nämlich jetzt unterwegs, ich habe Headset, alles dabei, ich kann während der Fahrt reden, gibt es den Spoiler für diesen Sommer. Was passiert diesen Sommer auf meinem Kanal? Was passiert mit der Oldschool-Familie? Wie ist die neue Konstellation? Wohin geht's? Wohin geht die Reise? Dann bleibt dran, ich werde das auf dem Weg erzählen, wo es uns dieses Jahr hin verschlägt. Jetzt aber nochmal zurück zum Mofa. Ich zeige euch die Maschine noch mal kurz. Es ist die Hercules Prima 5. Sie ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das Wichtigste ist erledigt. Der Fuchsschwanz ist dran. Soweit technisch einwandfrei. Optisch sind noch zwei, drei Sachen zu machen. Da fehlt eine Schraube. Guck mal, der ist noch nicht poliert. Der ist poliert. Auspuff ist auch noch nicht poliert. Und so Sachen, das wird bestimmt mal ein schickes Ding. Passend zu mir. Wie gesagt, Kute ist an, auch noch nicht ganz fertig, aber das ist erstmal egal. Ich glaube, eine Gegend habe ich jetzt noch nicht, aber das entwickelt sich. Gut, jetzt werde ich erstmal hier den Bock starten und los geht's. Jetzt mal raus auf die Straße. Muss mal kurz in den Spiegel gucken. Oh, ich denke mal, die Kamera sitzt gut. Jetzt fahren wir mal erstmal rüber, erstmal durch die Stadt, rüber zum Neubaugebiet und von da aus raus auf die Feldmark. Los geht's. Okay. Moin. Muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ah, da hat schon jemand seinen Spaß an mir. Erstmal hier auf die Hauptader kommen. Und los geht's. Zweiter Gang. Erste Ausfahrt mit Moped. Oh, ich bin schon überhöhte Geschwindigkeit. Also so, jetzt ist normalerweise 25. Haben wir erstmal akkurat. So, Schulterblick, Handzeichen. Ja. Handzeichen. Runter. Erster Gang. Zack. Und dann läuft doch. Gucken, Fußgänger überweg. Oh, geil.
Na, läuft doch. Das macht Spaß. Oh, schon wieder überhöhte Geschwindigkeit. Mal nicht so viel Gas geben, nicht, dass ich hier gleich rausgezogen werde. Da vorne stehen normalerweise mal Blitzer. Stell mal vor, ich fahre jetzt das erste Mal jetzt an der Schule vorbei. Ah nee, nur Montag bis Freitag, heute ist ja Samstag. Dann wirst du gleich geblitzt, erste Ausfahrt. Zack, mit der Mofa geblitzt. So, schön an der Grundschule vorbei. Ich fahre jetzt richtig schön durch Fienburg. Ja, ich gebe mal ein bisschen Gas. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Hier links ist die steilste Straße aus Fienburg. Handzeichen, Schulterblick. Das versuchen wir da mal hochzufahren. Erst mal im zweiten Gang probieren. Das macht die. Quält sich im zweiten Gang hoch. Aber erster Gang ist, glaube ich, besser. Wie schnell bin ich? 15. Na, wir haben hier locker 15% Steigung. Mit 15 km/h. Passt doch. Was willst du mehr? Naja, auf jeden Fall schafft es. Ist doch geil. Da muss man schon mal keine Angst haben, dass man irgendwo hängen bleibt und schieben muss. So, rechts vor links. Ja. Geguckt. Mal gucken, ob die Bremsen funktionieren. Erstmal gucken, ob einer hinter mir ist. Ass rein. Weiter geht's. Handzeichen anblinken. So, hier rechts vor links beachten. Gut. So, jetzt machen wir mal hier Handzeichen. Erster Gang. Oh, hier ist ein bisschen schwierig am Berg, weil musst du bremsen, kuppeln, alles gleichzeitig. Und hier rechts, Fuß raus. Weil ich muss ja Gas geben, ne? Ist schon Arbeit, mit so einem Ding zu fahren. Aber geil, Leute, geil, jetzt geht's runter. Jetzt guck nicht auf mein Tacho. Ich gebe mal nicht so viel Gas, nicht, dass mir der Ofen gleich um die Ohren fliegt hier. Boah, ist das geil. Oh, scheiße, die kenne ich doch da vorne. Die sollen alle gucken, ey. So wie ich mit dem UFO vorbeifliegen würde. Die kannte ich übrigens, aber ich glaube, sie haben mich nicht erkannt. So, was mache ich denn jetzt? Oh, ey, geil. Ich würde am liebsten... Oh Mann, ich würde am liebsten meine Strecke ausweiten. Ach, scheiße, jetzt fahre ich über den Fußweg. Aber ist doch egal. Mit der Mofa ist das alles scheißegal. Ich glaube, ich fahre hinten an den Kieszeichen vorbei, Richtung Obi, weil das eine geile Strecke ist einfach. Da fahre ich an den Teichen vorbei. Boah, die Federung ist auch mega. Habe ich überhaupt noch Luft auf dem Reifen? Ja, Luft ist perfekt. So, erster Gang. Oh, macht das Spaß, ey. Herrlich. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich lang fahre. Oh, jetzt kommt mal eine abnickende Vorfahrtstraße. Okay, muss ich gucken. Ich will hier gerade ausfahren. Erster Gang. So, jetzt überlege ich, fahre ich hier links? Ich gebe erst mal Handzeichen. Fahre ich hier jetzt links oder fahre ich oben über die Felder? Mal sehen. Hier komme ich zu Obi. Ich glaube, die andere Strecke ist viel schöner. Die mache ich ein andern Mal hier. Ich fahre jetzt hier erstmal hoch zur Feldmark. Und da quatschen wir dann mal ein bisschen über den Sommerurlaub, würde ich sagen. Da haben wir nämlich eine lange Gerade.
habe ich ein bisschen Zeit zum Quatschen. Aber das Coole hier mit so einem Moped ist ja auch, dass du Radwege benutzen kannst, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie jetzt explizit ausgeschildert sein müssen, aber außerhalb geschlossener Ortschaft darf ich, glaube ich, jeden Radweg benutzen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir hier schon außerhalb der geschlossenen Ortschaft sind. Ist mir aber auch scheißegal. Ich gucke, guck keiner, zack, Radweg. Yeah. Herrlich, Leute, herrlich. So, ich fahre jetzt so ungefähr 30 km/h und klamottentechnisch ist es wie Fahrradfahren. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine besondere Hose oder irgendwas. Oh, da kommt ein Radfahrer. Na, er war auch ein bisschen neidisch mit seinem E-Bike, ne? Ich habe seine Blicke gesehen, die gingen sofort runter. E-Bike-Fahrer sind ja immer so, die gucken dich nicht mehr an und grüßen dich, sondern die gucken sofort, hast du Motor am Bike oder nicht? Und er hat runtergeguckt auf meinen Motor und war sofort neidisch, auch so ein bisschen, ich muss mal gucken, ob er jetzt nicht umdreht und mir gleich Schläge androhen will. Oh, jetzt, hier, okay. Ja, ich habe Vorfahrt, aber ich habe gut reagiert. Man muss als Zweiradfahrer immer darauf achten, dass die Fahrzeuge dich auch sehen, angucken und dir die Vorfahrt gewähren oder dir eventuell die Vorfahrt nehmen. Ganz wichtig. Immer mal gucken, ich habe noch keinen Rückspiegel, da muss ich mal Schulterblick machen zwischendurch, ob nicht einer vorbeifahren will. So, jetzt kommen wir auf einen wunderschönen Feldweg, der rüberführt nach Harlingerode. Wunderbar. Siehst du, Schulterblick. Langsamer werden, Handzeichen. Da kommt ein Auto, also muss ich jetzt hier kurz warten. Ich habe das Gefühl, dass mein Standgas ein bisschen höher muss. Ich habe jetzt leider keinen Schraubenzieher dabei. Und da kommt noch ein Auto, der ist ein bisschen überhöhte Geschwindigkeit, würde ich sagen. Aber jetzt schnell rüber. Wow, geil. Oh, hier. Aber ich bin ja kein Motorrad und kein Auto. Ich bin ja Moped. Ich darf das. Okay. Jetzt fahren wir erstmal noch ein Stückchen bis da vorne hin und dann halte ich mal kurz an. Ey, du kommst echt mega schnell vorwärts mit dem Teil. Und vor allem, die fährt ja immer schneller. Ich bin jetzt auf 35. Die fährt ja ein bisschen schneller als, ne? Aber das ist ja nur vom Tacho vorgegaukelt, glaube ich. Ich glaube, dass ich mal eine neue Kette bräuchte. Weil diese Schwingungen, die du da hörst, die kommen aus der Kette. Das hatte ich beim Motorrad auch mal. Da sind 2-3 Glieder ausgeschlagen. Und dann... Oh, das sind meine Nachbarn. Und dann fängt das so an zu schwingen. Oh, was kommt uns denn da entgegen? Ey, muss man gleich mal... Pass auf, jetzt kommt Moped-Gruß, pass auf. Mal sehen, ob er zurückgrüßt. Er hat gegrüßt. Ja. Boah, ist das geil, Leute. Macht doch Spaß. Oh, jetzt wollte ich hier eigentlich anhalten. Oh, hier vor allem, es schlägt nichts. Die fährt so sauber. Ja, was willst du mehr? Oh, einfach ein Schwingungsdämpfer. Oh, hier ist vorsichtig. Vorsichtig, hier ist viel Scheiße.
So, jetzt fahren wir mal hier rum. Oh, guckt euch die Strecke an, ey, Leute. Ich glaube, hier muss ich jetzt mal kurz anhalten und einfach mal den Moment genießen. Mein Standgas muss ein bisschen höher. Na, das kann ich ja gleich mit meinem Vater mal machen. Gut, dann stellen wir den Ofen jetzt mal ab hier. Und gleich geht's weiter. So, ihr Lieben. Jetzt geht's weiter. Ich habe hier ein bisschen die Zeit gerade genossen. Und ja, mal zur Geografie. Hier befindet sich der Harz. Da hinten ist das Torfhaus mit dem neuen Turm. Der Brocken, wieder im Nebel, den siehst du jetzt gerade nicht. Das hier drüben ist schon der Ostharz. Da geht der Osten los, der geht so nach hinten weg. Und da wohne ich, Fienburg. Ja, der Harleywald. Da geht es Richtung Hannover. Meine Windräder hier will ich auch gerne. Manchmal stehe ich nachts mit dem Auto unter diesen Windrädern. Das ist ziemlich cool. Der Suttmer Berg, da bin ich groß geworden. Ja, hier ist unser Harz, Nordharz. Da drüben ist Oka, da will ich jetzt hin. Harlingerode. Ja, und meine Mofka. Ich muss mir noch ein bisschen cooles Outfit besorgen. Und zwar eine Sekunde. Und zwar, der Helm geht mal gar nicht für Mofa, der muss offen sein. Ich brauche einen offenen, coolen Helm, eine schöne Gesichtsmaske, wo man Brille aufsetzen kann. Mit dem Helm ist das alles hier ein bisschen schwierig. Aber für den Anfang zum Testen geht's. So, jetzt geht's weiter. Steigt wieder auf mit mir aufs Mofa. Warte, ich stecke euch hier wieder irgendwie, stecke ich euch mit in meine Kutte rein. So, mal gucken, jetzt ist die Karre ja warm. Schmeißen wir sie nochmal an. Normal, wenn ich sie jetzt einmal antrete, müsste sie eigentlich sofort angehen, ne? Ja, klasse. Und weiter geht die Reise. Und jetzt werde ich euch berichten, was sich so ergeben hat. Oh, Scheiße. Ich sehe die Pedale nicht. Erster Gang. Und los geht's. Was sich so ergeben hat in unserer Familie. Und zwar ist das Folgendes. Wir hatten ja die letzten Jahre schon ziemlich Stress in der Familie. Das liegt halt ein bisschen daran, dass ich als Vater gesehen habe, dass die Kinder halt an ihrer Mutter hängen. Und wir uns im Urlaub deshalb so ein bisschen gespalten haben, ne? Die hängen halt nur an ihrer Mutter und die Mutter ist halt dann immer so, das ist in jeder Familie wahrscheinlich so, es geht dann halt nur um die Kinder im Urlaub und für mich ist es nicht so, weil ich freue mich das ganze Jahr drauf und möchte mich nicht den ganzen Urlaub auf die Kinder einstellen, wo es dann bei uns immer Krieg gab und richtig eine Toxizität, also ein richtiges Gift wurde mir injiziert die ganze Zeit und ich konnte dann irgendwann gar nicht mehr fröhlich weiter filmen und das merkt man in den Filmen auch. Das Ganze wurde jetzt besprochen, familiär. Ich fahre jetzt mal nicht ganz so schnell hier, 20 reicht. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kinder, also Colleen mit ihrem Freund, dieses Jahr alleine in den Urlaub fliegt oder fährt. Sie wird diesen Sommer 18. Und ihr Freund ist, glaube ich, schon 20. Als ich das erste Mal mit Steffi im Urlaub war, da war Steffi 17. Und ich hatte gerade mal einen Führerschein. Dann sind wir nach Hannover gefahren und sind einfach in die Türkei geflogen. Das haben wir einfach gemacht. Und das möchte ich meiner Colleen auch gönnen, dass sie dieses Abenteuer erleben darf. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie irgendwann wieder back to the roots zum Camping zurückkehrt. Sie wird natürlich auch... Sie möchten auch gerne, wenn wir einen kleinen Kurztrip machen, dabei sein. Aber diese großen Reisen mit den Eltern und Freund ist nichts. Ihr wisst, wie ihr wart als Kind. Das ist einfach nichts. Man möchte mit seinem Freund alleine das Leben genießen. Und bei Cosma ist es so,
Sie ist ein richtiger Teenie, hat natürlich richtig Krieg mit mir, aber sie hat auch eine sehr gute Freundin, mit der sie wirklich richtig dicke ist. Und die beiden möchten die Sommerferien zusammen verbringen und mal richtig einen Sommer zusammen mit rausgehen, Action haben, ohne Eltern, wirklich ohne Eltern und dieses, ne, und da bleibt mir und Steffi halt nur, also ich sage mal so, die Telenovela ist ja auch mein kleines Kind, mein Baby. Oh, jetzt kommen da drei Hunde oder was? Oder sind das Hasen? Da kommt irgendwas, ja. Uns bleibt nichts anderes, als das Leben mal wieder zu genießen. Wir beide fahren alleine los. Ob wir jetzt mit Wohnwagen fahren oder nur mit Dachzelt, das steht noch in den Sternen. Aber es gibt schon eine mega Idee. Also der Sommer wird, glaube ich, das wird die mega geilste Reise ever. Ich möchte da gar nicht mal so spoilern. Wir müssen uns noch gut überlegen, ob es sinnvoller wäre, mit Dachzelt zu fahren oder mit Wohnwagen. Aber ich glaube, wir werden das Thema Dachzelt noch ausweiten bis zum Sommer. Und dann wird es eine mega geile Dachzelttour werden. Wenn wir den Wohnwagen nehmen, ist man immer so fix auf Ziele, fixiert auf Ziele. Hallo. Und mit dem Dachzelt bist du wirklich komplett frei. Und wenn wir komplett frei wären und auch nicht so eingeschränkt mit dem Fahren, ich habe ja ein Vierradantriebfahrzeug, dann wird das eine mega geile Tour werden. Und das wird diesen Sommer passieren. Wir werden eine mega geile Rundreise machen. Und wo das hingeht und wo es uns hinführt, das wissen wir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo es mich jetzt hier hinführt. Glaube hier geradeaus. Ja, das wollte ich euch jetzt erzählen. Bleibt wirklich auf dem Kanal, es wird spannend. Und ich glaube, für mich und meine Psyche wird das wirklich der beste Urlaub ever werden. Weil ich und Steffi im Urlaub immer das beste Team waren. Die Kinder haben uns einen Keil zwischen die Beziehung gerammt. Und das wollen wir dieses Jahr das erste Mal wieder erleben, dass dieser Keil nicht da ist. Wir sind zusammen ein Team. Mit Kindern ging das gar nicht. Weil sie halt, sie ist bei ihren Kindern. Nur, jetzt auch. Ich bin alleine. Ich bin in meinem Privatleben, bin ich nur alleine unterwegs. Und sie hat ihre Kinder als Lebensinhalt. Und wenn die Kinder dann im Urlaub nicht dabei sind, dann sind wir beide wieder das Team, was wir früher mal waren. Und das wird diesen Sommer grundlegend der Inhalt unseres Urlaubs werden. Wir beide als Team. Glaubt mir, das wird super entspannt. Ihr werdet mich erleben, wie ihr es noch aus keiner Telenovela erkennt, von meinem Wesen her. Weil dann kann ich wieder sein, wer ich bin. So. Jetzt bin ich hier doch bei Obi gelandet, das wollte ich gar nicht. Ist aber auch egal, da hätte ich auch hinten an den Kiesteichen langfahren können. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt in Harlingerode. Dann geht's rüber nach Oka. Und dann sind wir auch gleich bei meinen Eltern. Also ihr seht, diese Feldwege hier sind wunderschön, schön gerade. Und das sind auch Ziele für die Leute aus den Dörfern, mal mit ihren Kindern Fahrradfahren zu üben und mal keine Autos zu haben und so. Ach, ist jetzt der Helm runtergefallen. Das kann ja mal passieren. Okay. Eben irgendein Geräusch gehört. Ich hoffe, mir geht die Karre jetzt nicht kaputt.